So, willkommen zurück zu Paraworld. Ja, wir werden jetzt wieder angegriffen. Diesmal nicht so viele Einheiten. Ah, das war. Aber na, super, jetzt ist cool. Gut, der hier. Aber gut. Soll egal sein. Wir haben es gleich fertig gebaut. Das ist das Wichtigste. So. Monster der blauen Lagune haben wir nicht beendet, aber das ist nur ein Nebenquest, den wir eh auf jeden Fall sichten können. Sowas brauchen wir nicht. Da haben wir noch unseren Altasaurus. Meine Damen und Herren, hier spricht Kapitän Benedek. Herzlich willkommen an Bord meiner Maschine. Unsere Flugzeit wird voraussichtlich 30 Sekunden betragen. Ich hätte nicht erwartet, dass die alte Kiste noch so agil ist. Ja, 30 Sekunden ist kurz, ne? Mal gucken, ob die das aushalten. Guck mal da drüben. Christina, was ist denn das für ein Vogel? Ein Pteranodon. Du bist ja ein richtiges Prachtexemplar. Hey, wir sind nahe. Pass auf, sonst passiert dir noch was. Nimm ein kleines Höschen ein. Oh, das ist das, ey. Wo kommen die denn her? Shit, shit, shit! Sie schmiert ab! Hochziehen, du musst das Ding hochziehen! Sie reagiert nicht, ich kann sie nicht mehr halten! Dafür, dass es eine Bruchlandung war, stand Stina aber richtig gut. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis alle Trümmer vollständig zum Stillstand gekommen sind. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug. So, dann gucken wir mal. Müsste jetzt bedeuten, dass es zur nächsten Mission geht. Fortsetzen. Mission 10, der Prophet. Gut, Ami. Ist immer gut. Was ist das hier? Secret verschlossen. Meinetwegen. Helden, den Erzdruiden. Wie viel haben wir? 1045. Wir haben eine amphibische Einheit. Ich würde mal sagen, den schicken wir auf Level 1. Machen wir so hin. Und ganz viele Arbeiter. So ist schön. Das gefällt mir. Wir haben noch 55 Punkte zu verteilen. Nee, die machen wir auf. Einige auf Holz. So. Einiges auf Stein. Mehr haben wir nicht. Bisschen auf Nahrung. Gut. Bis zu gehen. Denn wir arbeiten aus dem Grund, wir wollen gleich eine ordentliche Basis ausbauen. Wenn wir Ressourcen haben und arbeiten von Anfang an, wird es auch so sein, dass wir Ressourcen abbauen können. Gut. Dann starten wir die Mission. Die da heißt, momentan keine Ahnung. Aber Bila hat was zu sagen dazu. Es war wundervoll. Alles verlief genau wie geplant. Die Maschine flog wie ein Vögelchen. Die Lenkung war sowas von leichtgängig und dabei präzise. Nur schade, dass diese dumme Sache mit dem Pteranodon passiert ist. Immerhin bin ich jetzt der erste Konstrukteur in zwei Welten, der jemals ein Einwegflugzeug konstruiert hat. Naja, so oder so. Wir haben es schließlich geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die alte Tempelanlage und den Propheten finden. Hoffentlich erwarten uns unterwegs keine unangenehmen Überraschungen. Gleich jemand an. Und wir rennen davon. Oder wir rennen hinterher, er hat gesagt. Ja,
den können wir nicht mehr hinterher. Ich muss Sie eindringlich bitten, etwas leiser zu sein. Wir haben Brutzeit. Oh ja, na klar, Brutzeit. Tut mir leid, das passiert mir leider immer wieder. Das war gerade Ihr Saurier, oder? Vielen Dank für die Hilfe. Gern geschehen. Es freut mich, dass endlich jemand meinen alten Feinden, den Seas, eine Lektion erteilt. Sie kennen die Seas? Diese Art von Schurken entwickelt sich leider niemals weiter. James Warden? Sie sind eine Legende. Ihre Theorien haben die Welt verändert. Tatsächlich? Phänomenal. Hätte ich zu gerne miterlebt. Wollen Sie vielleicht mit uns zu Abend essen? Sie teilen Ihr Schicksal mit unserem Freund Tasloff. Sie haben Tasloff? Dann ist es mir eine besondere Ehre. Da haben wir also einen neuen Helden noch dazu bekommen. Mal gucken, was der kann. So, ja, hier haben wir einen befreundeten Allosaurus. Ist immer nett, jemanden befreundet zu haben. Ich habe da eine Idee. Hier unten können James wir Basis bauen. Warden wird von wildlebenden Raubtieren nicht angegriffen. Wenn er die Stufe 2 erreicht, wirkt diese Fertigkeit auch auf verbündete Einheiten in seiner Nähe. Was gibt es Neues? Ja, verbündete Einheiten in seiner Nähe. Aber es ist Stufe 1. Und wir gucken mal an, was er noch weiter kann. Also 1 und 2 wurde erklärt. 3 ist Spezialaktion 1 mit der Natur. Muss ich noch schauen, was es ist. 4 Nordvolk erhält Isesmus Zwinger. Wüstenreiter erhält Spürdino. Und Drachenclan erhält die Lophosaurus Nest. Klingt interessant dafür, dass wir das haben. Und 5 ist Produktionskosten von Kavallerieeinheiten werden gesenkt. Ja, auf Stufe 4 klingt ganz interessant, den zu bringen. Ja. Hier befinden sich wieder Velociraptoren. Planet eine Füchelus. Hier sind wir Allosaurus. Stein. Hier ist auch Stein. 1500. Und hier ist Stein. 9960. Kommen wir da so einfach ran? Müssen wir mal gucken. Ich so, bin dabei. Helden zusammen. Und Bogenschützen. Neue Ziele? Geht auch mal zusammen. Mit dem umliegenden Dschungel werden sie auf Seas-Einheiten treffen. Sollten die Seas sie bemerken, werden sie versuchen, ihre Basis zu alarmieren. Auch ein Angriff auf eine Seas-Basis löst einen Alarm aus und warnt alle Gegner. Solange kein Alarm ausgelöst wird, greifen die Seas nicht von selbst an. Alarm! Okay. Wohl überlegt. Jetzt haben sie gerade Alarm ausgelöst. Ich finde den Weg. Jetzt wissen die Seas mit Sicherheit, mit wem sie es zu tun haben. Dann sollten wir schleunigst ihren Außenposten ausschalten. Gut. Auf diese Art halten wir uns auch noch den Rücken frei. Guter Gedanke. Außenposten stören. Wie sieht es mit dem Steinvorrat aus? Auch nur 1500. Mein Gott. Davon haben wir echt wenig von den... Stets bereit. Was ist hier? Die ganzen Velociraptoren. Wie gehen wir das am besten an? Geschütztürme haben eine Reichweite von 40. Ja, müssen wir erstmal so versuchen. Ich hab da eine Idee. Ach, hier haben wir ja auch Stein. Boah. 1000 aber nur. Euer Befehl? Aber wir werden uns schon drum kümmern. Gut, gut. Was gibt's? Gibt's? Genau. Was gibt's eigentlich? Ausgezeichnete Wahl. Ihr baut mal alle ein Haupthaus. Dann geht es schnell. Ihre Infanterieeinheiten haben nun die Fähigkeit, sich einzugraben. Eingegrabene Einheiten sind für Feinde unsichtbar, können aber durch eine Spezialfähigkeit aufgedeckt werden. Aha, unsere Infanterieeinheiten können sich also eingraben. Sehr interessant. Ich schweige und gehorche. Ach so. Ich schweige und gehorche. Ich nehme mal 2 von Steinen weg. So viel Stein brauchen wir jetzt gar nicht, auch nicht zum Stufenaufstieg. Können wir Nahrung einsammeln. Stets bereit. Müssen wir hier ein bisschen aufpassen, falls jemand kommt. Saltasaurus gibt uns richtig schön viel Punkte. Allzeit bereit. Müssen wir schauen, ob wir den vielleicht ausschalten.
Ja, müssen wir mal gucken. Also wir gucken mal. Eingraben. Hier. Ausgezeichnet. Siu. Duck. Eingegraben. Ausgezeichnet. Kann sich nicht mehr bewegen. Muss wieder ausgegraben werden. Siu. Ausgezeichnet. Ja, für den Hinterhalt. Ja, mal gucken, ob wir das auch wirklich können. Arbeiter. Vielleicht haben wir genug. Wir brauchen Holz noch ein bisschen. Komm, noch einmal. Epoche 2. Los. Ach, Stein brauchen wir auch noch. Nee. Stets bereit. Das könnte funktionieren. Ja, dann mal los. Jeder wird auch schon attackiert. Was hast du vor? So, erste Maschinerie zerstört. Aufsteigen, destruieren. Genau getroffen. Dann haben wir mehr Möglichkeiten zu schaffen. Oha. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Das ist mein. Richtig. Was gibt's? Schaff dir! Das gibt es rein. Ja, ja, das mach ich. Ich muss zwar ein bisschen aufpassen, aber trotzdem. Versuchen wir es mit dir hier. Stufe 1 zu besiegen. Macht euch bereit. Ah, weg mit euch. Mein Gott, ihr müsst auch echt. Zack, Druides platt. Ja, Problem. Ihn können wir auf Stufe 2 aufrüsten, dann haben wir wenigstens das Problem nicht mehr. Los, schnell, Angriff. Kohl. Weg mit dir. Ja, bitte. Lässt sich machen. Geht's los? Auf dem Weg. Ja. Komm, noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ja. Oh Gott, hier werden wir auch von der Seite auch noch uns angegriffen. Gut, das war jetzt wohl ein Fehler von unserer Seite. Das war nicht gut. Wie machen wir das am besten? Wir wiederholen das Ganze. Tut mir leid, dass jetzt einmal dieser Fehler war. Aber wir starten nochmal neu, das können wir überspringen. So. Und wir sehen uns gleich hier wieder. Diesmal aber richtig. Bis gleich.